Bevor das Video anfängt, wollte ich noch mal kurz was sagen. Ihr habt gerade mein erstes Intro gesehen oder der Versuch zumindest davon. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr es gut findet oder ob ich es vielleicht auch ändern soll, was natürlich auch schön wäre. Oder ob ich es lassen soll, ist halt noch nicht die finale Version, aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzatron hier in Horizon 3. Und zwar heute. Nee. 3, 2, 1. So, dann mal hallo und herzlich willkommen zum neuen Forzatron hier, der auch dieses Mal eine ganze Woche lang geht, von Montag bis Sonntag. Also quasi jederzeit den zu machen. Und zwar geht es darum, dass man die Forza-Community feiert. Beste Community überhaupt. Das kann ich jetzt nicht be beweisen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Community in Forza. Also eine Forza-Reihe. Und da im Bild, da haben sie so einen kleinen Trick gemacht, glaube ich. Das müsste der GT3 RS sein. Hat aber die Farbe vom neuen GT2 RS. Deswegen sieht auch so ein bisschen wie ein GT2 RS aus. Und warum machen die das? Denn der GT2 RS, der neue von 2018, ist ja das Covercar von Forza Motorsport 7, der kürzlich, und zwar am Sonntagabend um 23:20 Uhr ungefähr, auf der PK von Microsoft vorgestellt wurde. Da haben sie einen kleinen Clou gemacht, glaube ich. Aber finde ich cool, dass es so ein bisschen darauf anspielt. Wollt ihr wieder vier Sachen und noch wieder zwei Porsches zu gewinnen, wovon wir einen schon kennen, aber gut. Das erste wäre dann, schneller als er aussieht, verfügen sie 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten im Retro-Kompakt-Sportwagen, also Retro Hot Hatch, für 25.000 EP und 50.000 Credits. Geld und EP nehme ich immer gerne. Dann Tageswerk, schließen sie eine Meisterschaft in einem klassischen Rennwagen ab. Für den Porsche 99, nein, 911 GT3 und 3 Lose. Das müsste der GT3 aus der Generation 996 sein, von 2004. Dann noch der Lose dazu, ich meine, was auch sonst, Alter. Dann unvergleichlich, schließen sie eine beliebige Meisterschaft ab, um den Porsche 918 Spyder und 120.000 Credit zu halten. Den Porsche 918 haben wir schon, den werden wir heute nicht mehr fahren. Aber den 911 GT3, den werden wir natürlich nachher noch fahren. Und noch zuletzt, Güteklasse A, gewinnt sie 3 Rennen in einem A-Klasse-Auto, um 95.000 EP zu halten. Also hier gibt es krasse Belohnungen. Zwei Autos, über 100.000 EP, über 200.000 Credits und noch 3 Lose. Und die Belohnung von den Rennen in der Meisterschaft sowieso auch noch. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und geht noch 5 Tage, also habt ihr noch genug Zeit, den zu machen. Und anfangen tun wir heute mit den 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten, einem Retro Hot Hatch. Das habe ich hier genommen, ein Wagen aus meinem Geburtsjahr 1997, den Honda Civic Type A. War, glaube ich, sogar der erste Type A. Natürlich auch ein wenig angepasst, sag ich mal, ein wenig getuned. So, komm, krieg Grip, mein Freund. Hat natürlich Fortnite-Trieb. Habe ich jetzt nicht umgebaut. Aber auch ein bisschen mehr Leistung. Hat übrigens kein Turbo. Sauger wird geblieben. Und ich fahre gerade mal mit Kupplung. Habe ich einfach Bock zu. Ich bin ja, wie man unschwer erkennen kann, auf der Autobahn. Oh Gott, der Kurbellager nicht so gut. Für ein dieses Jahr 20 Jahre altes Auto. Brauchen Geschwindigkeitsfähigkeiten. So, jetzt auf die Geraden. Das Gaspedal schön tief durchdrücken. Gleich einfach in den sechsten schalten. So, und am besten natürlich nichts haben. Sonst gehen die Punkte wieder verloren. So, was ich noch machen kann, natürlich. Den Erfolgstracker wieder einblenden. Nein, das. Das war's. Da seht ihr oben auch, wie weit wir schon sind. Hab schon einen guten Drittel abgeschlossen. Ja, ist schnell, ne? Okay, ist auch nicht gut. Alter, über 300 mit einem Civic Type A. Würde ich echt wahrscheinlich nie im Leben machen. Auch nicht mit einem anderen Wagen wahrscheinlich. Weil das Schnellste, was ich gefahren bin, waren 200. Und ich fand das ein bisschen zu schnell. Mich da nicht so ganz wohl gefühlt. So, wieder ordentlich Fähigkeiten machen. Alter, ne? 3,10, komm, schaffen wir es. Naja, aber der will nur 3,8 hier, der Wagen. Jetzt mal ein bisschen abbremsen wieder. Ja, vom Gas gehen reicht ja auch. Bin wieder bei 260 Vollgas. Okay, aber das hier geht ziemlich schnell. Einfach noch auf der Autobahn ein bisschen langfahren oder auf einer langgeraden Landstraße. Bis ich Byron Bay Richtung Surfers Paradise. Das tut mir leid. Was ist das für ein Auto? Rallye-Auto oder so, ne?
Achso, ja. Lancia Delta. Was auch sonst. So. Würde ich sagen, drehen wir mal gleich um. Okay. So. Schauen wir aus dem Cockpit. Wo man nicht viel sieht. Ist übrigens nicht mein Design, falls ihr wer fragt. Ist gedownloadet. Wie das heißt, weiß ich aber nicht. Kannst aber nachgucken, wenn das jemand möchte. Das Sound ist schon nice, ne? Obwohl es nur ein Vierzylinder ist. Wie hoch der dreht, ne? Ist über 9000 Drehungen. Das ist schon sexy. Und Musik für die Sinne. Also für den Gehörsinn. Natürlich. So, ja. Jawohl, geschafft. Bing, ziemlich zügig. Mit 25.000 EP kann man machen und noch, ich glaube 60.000 Credits waren das. Dann mache ich den Erfolgstracker eigentlich wieder aus, oder? Ich guck mal kurz, der kann ja eigentlich soweit aus. Genau. Und die letzten drei Folge, die können man, die, oder die kann man theoretisch alle in einer Meisterschaft machen. Was wir auch machen werden. Und zwar, ich gehe nochmal dahin. Und zwar, ich meine, die. Das zweite und dritte ist sowieso egal, kann man quasi die Meisterschaft machen in einem klassischen Rennsportwagen oder Rennwagen. Und dabei noch, wenn es geht, drei Rennen gewinnen. Ich muss noch zwei gewinnen, denn ich habe gestern schon ein Rennen gewonnen in einem A-Klasse-Auto. Das war nämlich ein Drag Race für den Kanal. Deswegen habe ich das gestern schon mal gemacht, aber zwei Rennen fehlen noch, deswegen machen wir noch eine Meisterschaft hinterher. Ja, und dann sehen wir uns gleich in unserem neuen Gefährt wieder. Mach dich bereit für traditionellen Stil mit nicht ganz so traditionellen Geschwindigkeiten bei der Rennklassiker-Meisterschaft. Das werde ich machen, Kira, danke. Und zwar fahren wir diese hier im Ferrari 330 P4 von 1967. Der Wagen ist nämlich bekannt geworden, dass er auf Le Mans gefahren ist und auch mehrmals gewonnen hat. Glaube ich zumindest. Das ist auf jeden Fall ein geiles Gefährt. Habe ich auch so eine Le Mans Lackierung genommen. Ob es jetzt ein offizielles ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie der Wagen sonst ausgesehen hat. Ich meine, er war wahrscheinlich rot. Ist halt ein Ferrari. Aber es soll, ist, denke ich mal, schon relativ nah dran. Am Original. So, es ist Abend. Hier wird drei Strecken genommen. Einen jetzt hier in. Wo ist das denn? Achso, das ist in Yarra Valley. Dann eine in Surfers Paradise und noch eine in Byron Bay. Los geht's, wir müssen zwei Rennen mindestens gewinnen davon. Für den dritten Erfolg. Zwei bekommen wir sowieso. Geile Autos, ne? Sind alle auch so scheiße teuer. Ich hätte auch noch andere was nehmen können, die wären aber alle so teuer. Ja, sagt der, der 27 Millionen hat. Ja, trotzdem, mein Gott. Den Ferrari, den hatte ich gerade noch in der Garage. Bin ich noch nie gefahren, obwohl ich ihn mir gekauft habe. Ist auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ich habe ihm damals mal so gegönnt, dachte ich mir, komm, der Wagen ist richtig geil eigentlich. Musst du dir um den kaufen. Ja. Und dann nie gefahren. Ich baue ja gerade ziemlich viel KG. Was mache ich denn da eigentlich? Okay. Fällt sich ein bisschen komisch. Bin halt auch gerade noch gar nicht gefahren. Wieso weiß ich noch. Ah, ein bisschen einfahren, so 10 Kilometer oder so. Aber das Testen ist hier nicht. Der Gewinn wird, glaube ich, schwer. Ja, mein Gott. Diese Wagen, ne? Diese einfachen 33 Radale. Ich hasse ihn. Und zwar wegen Forza Horizon 2. Drag Race? Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. Der Affe den genommen. Ich hätte ihn übrigens nicht. So. Fünfter. Also noch. Da unten ist die Luft offen. Mein Gott, ey, jetzt gib doch mal Gas. Ey, ich komme ja nicht vorbei bei dem Typen. Der Sound, ne? Der Zwölfzylinder. Aber so schnelle Kurven sind nicht so sein Ding. Auf der Strecke zumindest nicht. Wenn er war auf Le Mans sicherlich eines der besten Autos. Auf jeden Fall ein Auto für die Spitze. Aber jetzt hier so in Australien. Okay, verbremst. Da ist er nicht ganz so traumhaft.
Nicht driften. Geradeaus fahren. Beschleunigen. Der Erste würde ich gerne noch werden. Kann ich aber schaffen, denke ich mal. Die Beine vorne sind nicht so weit weg. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Was hätten wir da vor mir? Ein Ferrari, ja gut, das ist klar. Ist das ein 250? Hier fährt euch ein Porsche. Naja, ein 718, glaube ich. Falls ich gewinnen sollte, übrigens, ist es nicht verdient. Das muss ich schon mal sagen. Nein, Porsche. Bleib mal schön hinter mir, ja. So, es ist scheiße dunkel. Geht doch, die Kurve kann man auch normal fahren, Fabian. Was ist daran so schwer? Dann nicht irgendwie, sich gegen die Wand zu fahren. Ja, komm nicht quer. Naja. Aber die Drohne war bis jetzt ganz in Ordnung. Ist akzeptabel. So. Sprecher durchs Ziel. Da siehst du. Grundsatz verbessern und. Glaube ich nicht mehr. Wenn war es knapp, so eine 1,68 Zeit war das, glaube ich. Ja, 1,66. Warte mal. 1,634, ja. Ich kann irgendwie nicht so geil gucken. Weiß auch nicht warum. Ach, es war sogar ein 5,50, kein 7,18. Oh. Okay, der war scheiße schnell. Naja, aber ja, wieder 20 Punkte geholt, Rennen gewonnen. Das heißt, für den nächsten beiden Rennen müssen wir für alle drei Erfolge noch einen gewinnen. Noch eins gewinnen. Was sollten wir auch hinkriegen, ne? Mit der Geldbelohnung schön. Mehr damit. Ach komm. Es hätten nun auch 22.222 EP sein können. Oder 11.111. Aber das ist schon mal cool. Viermal die gleiche Zahl. Und noch ein Wheelspin. Das läuft halt richtig. So, ich hätte gerne Geld. Oder eine geile Karre. Oder nichts. Oh, dann geht's weiter mit dem zweiten Rennen. Rennen Nummer 2. Arcrail Mudos. Ah, mal gucken. Wieder bei Nacht. Bei aktueller Tag ist das scheiße. Erster Gang für die Wheelspin. Sinn. Ich hasse die Kurve. Ich gehe mit keinem Wagen vernünftig hin. Das KI immer besser. Ja, das war gut. Aber geile Strecke finde ich mit dem Wagen. Ist der mega gut zu. Sorry. Es war aber ganz gut hier. Schon auf dem dritten vorgekämpft. Oder vorgeschummelt wohl eher. Gott, ey. Von da sind die beiden auch schon. Hier die Kurve noch nicht so weit nach außen nehmen. Sonst kann man da so viel Zeit verlieren. Weil wir ja schön abkürzen quasi, oder? Strecke ausnutzen ist ja keine Abkürzung eigentlich. Das war scheiße. Der hätte ich locker überholen können. Ich mache mal noch einmal mehr. Okay, das hat was gebracht.
Aber die Strecke, die mag ich wirklich. Vor allem mit dem Wagen. So, oh Gott, im Himmel. Die Kurve, die kann ich echt nicht. So, wieder links rum. Kann ich aber nicht Vollgas durch. Das geht nicht. Ich muss einmal kurz vorm Gas gehen. Sonst geht der Wagen quer. Das will ich ja auch nicht. War easy, Alter. Ja, der Wagen, der fährt sich echt nicht schlecht. Braucht nur eigentlich wie alle schnellen Autos auch ein bisschen Eingewöhnung. Aber dann geht er richtig gut. Und Zeit nicht verbessert, schade. Ich glaube, eine 50er Zeit ist auch gar nicht mal so schlecht. Na ja, eine 50-6 ist ganz in Ordnung. Und da hinter mir wieder ein Porsche, aber diesmal der 718. Nicht der 550. Nicht schlecht. Aber muss es jetzt auch eigentlich schon einen Erfolg geben, wenn ich jetzt weiter A drücke. Haben 12 Punkte Vorsprung. Also kann man mit gutem Gewissen ins, genau, das ist Erfolg. Ins letzte Rennen reingehen. Wo wir quasi auch letzter werden können. Alter, 95.000 EP. Also haben wir dann in dieser Folge dann vielleicht am Ende 5 Lose gemacht. Eins haben wir schon gemacht und dann noch 3 Lose als Belohnung bekommen und ein Los, halt, weil wir so viel EP machen. Geil. Ja, kann gar nicht jede Folge so sein. Wenn wir bei jedem Fortsatz dann 5 Lose. Hätte ich gerne. Oder auch 5 Millionen nehme ich auch. Also. Genau, da ist es geschafft. Stufenaufstieg. Dann mache ich auch mal direkt. Ich kann nicht warten, ich muss ihn jetzt haben. Challenger Wise Edition. Nice. Ach, den habe ich sogar gewonnen. Ist das nicht schön? Und der Wagen wird nämlich in ungefähr 20 Minuten im Auktionshaus landen. Oder? Ja, so 10, 20. Dann wird er im Auktionshaus landen. Darf nicht auch für ein wenig Geld weggehen. Ja. Dann sehen wir uns auch schon wieder im letzten Rennen wieder. Das Grand-Finale ist hier in Byron Bay und es ist wieder mal dunkel. Ziemlich düstere Folge heute. Ich wäre gerne mal bei Tag gefahren, als Abwechslung. Na gut. Aber wir haben ja keinen Rückweg, können auch letzter werden, theoretisch. Was natürlich nicht mein Ziel ist. Aber wir haben keinerlei Druck. Finde ich auch mal schön. Na, Druck, in Anführungszeichen, ne? Auch eine coole Strecke. War ja auch einer der ersten Strecken im Spiel, die man gefahren ist. Mit seinem Starterauto damals. Da kommen wir wieder ziemlich gut durch. Es wird gerade wieder Tag. Oh, das sieht aber gerade schön aus. Ah, es wird hell, das ist schön. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Erste Runde gleich geschafft. Okay. Das ist ja auch easy. Habe ich die KI gleich da gemacht oder so? Ich guck nachher mal. Nach dem Rennen. Da bin ich in Anführungszeichen so gut. War trotzdem hier viele Fehler. Eng nehmen und gleich bei der Linkskurve früh einlenken. Okay, ich glaube, rutschfrei geht die Kurve gar nicht mit Vollgas. Die Strecke ist Hammer, noch besser als die letzte. Ja, da kam wirklich kein Wagenfeeling auf. Okay, ja, ich wollte gerade gegen die Wand fahren. Das war meine Intention. So. Das war scheiße.
Ja, letzte Runde. Mein Sieg ist eigentlich nicht gefährdet. Wow. Das ist ziemlich abgefahren. Und dann nicht verbremst, ich habe schon gedacht. So, letzten Kurven bis ins Ziel. Dann meine ganzen Belohnungen abholen. Zack, wieder Gang. Und letzte Kurve. Das war nice. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Rennen. Und euch hoffentlich auch. Wieder der Porsche 55 Zweiter. Wunderschöne 60 Punkte. 244 im Porsche 55, dann der 250 GTO, dann wieder ein Porsche. Ja, war cool. Auch ein schönes Design, muss ich sagen. So, Volk Nummer 1. Unvergleichlich. So, Porsche 982 da zum zweiten Mal erhalten. Dann noch nächster Erfolg. Und letzter natürlich auch. Ja, wieder alle vier Sachen gemacht. Nicht gut. So, ich könnte mal weiterdrücken. Und haufenweise Belohnung kassiert. Wir sein like ich mal, komm. Ich bin ja nicht so. Ich like nur gegen Geld. Nein, Spaß. So, dann hole ich mal meine Lose ab. Ich warte mal kurz, bis das unten alles weg ist. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Es gab ja auch massig EP. Abgeschlossen. Ja, drei Rennen, drei Folge. Da nochmal abgeschlossen. Ja, Belohnung erhalten. Ich zeig's nochmal kurz. Hier alles abgeschlossen. Ich habe mal alles fertig gemacht. Wir haben wieder drei wunderschöne Lose. Und wir können wieder einen nach Häusern gewinnen, und zwar den Polaris. Hätte ich auch gerne, würde ich wieder verkaufen. 60.000 ist in Ordnung. Dann den zu 80 SL, den habe ich schon. Deswegen nehme ich lieber Geld. Ja, das könnt ihr behalten. Und hier den Berlinetta. Hab ich den schon? Ich weiß nicht. Aber auch noch 50.000 nehme ich natürlich auch sehr gerne. Ja. 28,3 Millionen kann man machen, würde ich sagen. Und dann machen wir noch eine kurze Rundfahrt in unserem neuen Porsche. Wir haben ihnen gelb gewonnen, den 911 GT3 von 2004. Aus der Generation 996, das ist denn die vorletzte. Jörg Tell ist ja 991, genau gesagt 991.2. Davor war 997 und davor 996. Von der Bauer bin ich kein besonders großer Fan, vor allem wegen einem Detail hier, wegen den Scheinwerfern. Ich fand das Wunder von Porsche nicht geil, aber jetzt noch dieses da daneben. Also das in Richtung des Porsche-Zeichens, ich finde das nicht besonders schön. Natürlich, 911 ist halt trotzdem geil. Man hat halt typische Bauform. Natürlich auch wie bei eigentlich allen anderen 911er-Modellen, hat hier im Heck einen schönen 3,6 Liter großen 6-Zylinder-Boxer-Motor. Und zwar leistet er hier in dem Wagen 381 PS, hat 385 Newtonmeter. Natürlich, hier Handschaltung geht in 4,5 Sekunden auf 100, 3,5 wäre schön, 4,5 Sekunden auf 100 und schafft einen Topspeed von 306, not bad. Hier schön doppelter Auspuff links und rechts. Ich glaube beim 997 waren die Auspuffrohre eigentlich immer mittig, außer beim Turbo, aber sonst, oder beim GT2. Und hier sind sie mal außen, sieht auch hier hinten natürlich ein netter Spoiler. Ja, ich finde den geil, wir gehen mal rein. Ich würde sagen, der Porsche-typische Innenraum gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Weil an sich das Cockpit ist ja klar, mittig Drehzahlmesser, links Tacho, das ist jetzt nichts Neues. Genau, Handschaltung, wir haben glaube ich 6 Gänge, yep. Und dann fahren wir mal los. Okay. Hat einen sehr eigenwilligen Sound. Bin den Wagen, glaube ich, auch noch nie in einem anderen Fahrzeugteil gefahren, deswegen kommt mir der Sound auch nicht bekannt vor. Nicht aus dem Porsche zumindest.
Aber der Wagen hört sich so ein bisschen so an wie der Lycan Hypersport. Ich meine, der hat auch quasi mehr oder weniger einen Porsche-Motor. Der hat, glaube ich, einen Motor von Ruf. Aber ist ja eigentlich mehr oder weniger Porsche. Hört sich ähnlich an. Was halt der Lycan schneller ist, natürlich. Noch lange Übersetzung, ey. Der dritte Gang bis 190. Das ist übel. Mach mal 0 auf 100. Und zwar in welche Richtung? Rechts würde ich sagen. Sollte erreichen, der Platz. Ja. Das passt. Geht ein bisschen mehr hoch, aber das packt er schon. Ja. Weil für dich mal 400 PS. Dafür geht er aber wirklich ordentlich ab. Das ist ein Porsche, ne? Die haben alle nicht so viel Leistung, aber sind trotzdem schnell wie die Hölle. Aber der Sound, ich weiß nicht, bin nicht so ganz ein Fan von den Wagen. Ja, viel gegangen bis fast 250, ey, wollt mich verarschen, ne? Dreht auch nicht mal bis 9000. Ist, glaube ich, für 911 ein wenig ungewöhnlich. Drehen eigentlich alle mindestens bis 9000. Also fast sogar 9,5 einige. Jetzt außer die Turbos natürlich. Die drehen logischerweise nicht so hoch. Aber trotzdem gefällt mir der Wagen. Fährt sich schön. Ja, ich glaube, ich auch von der Richtung entscheiden. Ich fahre links lang. Ich habe wenig Wheelspin. Ich kann es auch mal ohne versuchen. Guck, geht auch wunderbar ohne. Dann bremsen wir mal gleich kurz. Ich würde sagen, der kommt. Es ist nicht geplant, dass der ins Let's Play kommt, der Wagen. Aber wenn der sich explizit gewünscht wird, dann überlege ich es mir mal, wie ich dran nehme. So, dann schaffen wir noch 200. So, 90. Ja, gut bremsen. Sind, glaube ich, keine Carbon-Keramikbremsen. Die Felgen sind schön. Muss ich sagen, gefallen mir. Die sind, glaube ich, auch jetzt in ähnlicher Form beim neuen GT3 RS. Ja, da sind die. Ja, da gewisse Ähnlichkeit. Nehmen wir schon das Auto. Auch die Farbe finde ich nice. Das Gelb ist schön. Alle Wagen werde ich vermutlich nicht weiter häufig fahren. Aber wenn es sich wirklich gewünscht wird, dann überlege ich es mir mal. Aber versprechen tue ich nichts. War eine tolle Fortsetzung, muss ich sagen. Gab sehr tolle Belohnungen, auch davon nicht ganz wenig. Ne, nicht ganz, sondern Klotzen. Mal gucken, was der nächste Fortsetzung so bringt. Der müsste ja dann theoretisch nicht dieses, sondern nächstes Wochenende kommen, weil dieser Fortsetzung, der geht ja noch das Wochenende. Also gibt es den nächsten Fortsetzung erst wieder am. Welcher Tag ist das denn? Ist das denn der. Warte, ist das denn der 30. Juni? Nee. Welcher Tag ist denn das? Halt, nächste Woche Sonntag wahrscheinlich wieder. Aber schön, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in einem Let's Play oder beim Drag Race. Die hat richtig hart abgehen übrigens. Die werden wie immer krasser geschaut, was ich richtig geil finde. Aber es sind auch viele geile Duelle schon aufgenommen und auch hochgeladen und auch geplant. Deswegen seid gespannt. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sag Tschüss!